Ja, legen wir los, ja! Das ist die Fangbecher-Challenge. Das ist der Fangbecher. Und das ist die Challenge. Die heutige Strecke besteht aus 4 Fangbechern. Und die Autos werden in jeden einzelnen von ihnen fliegen. Ja! Auf die Plätze, fertig, bauen! Willkommen bei Hot Wheels Labs Unlimited. Ich bin Chloe. Und ich bin Jabari. Heute treten 4 Gegner gegeneinander an, um die Challenge zu gewinnen. Jede Strecke führt zu einem Becher, der 1, 2 oder 3 Punkte wert ist. Die erste Strecke ist 1 Punkt wert. Strecke 2 führt durch eine Mauer aus Absperrungen und ist 2 Punkte wert. Auch die dritte Strecke ist 2 Punkte wert. Und auf unserer letzten Bahn werden die Autos in einen 3-Punkte-Becher katapultiert. Die Teilnehmer können sich die erste Strecke aussuchen und dürfen die Schienen jederzeit umbauen. Wer zuerst 25 Punkte erzielt, gewinnt. Kommen wir zu unseren Mitstreitern. Ich bin Blake und ich bin bereit für die Fangbecher-Challenge. Hi, ich bin Jack. Samaya hier. Hi, ich bin Zen. Bereit für den Abflug? Ja, der Spaß kann losgehen. 3, 2, 1, los! Samaya hat sich als erstes die Crash Lane ausgesucht. Und sie baut sich eine frühe Führung auf mit ein paar 2-Punkte-Fahrten. Jack beginnt mit der High-Jump-Strecke. Mal sehen, ob er es schafft. Übers Ziel hinausgeschossen. Zen beginnt mit der Big-Loop-Strecke. Und sichert sich einen Punkt. Geschafft. Oh, Blake. Ganz schön mutig, mit der Long Jump Lane zu starten. Das ist die schwierigste Strecke, aber auch die mit der höchsten Punktzahl. Er trifft. Das macht 3 Punkte. Puh, noch ein paar Treffer. Wenn er so weitermacht, kann er sich eine komfortable Führung aufbauen. Zen wechselt zur Crash Lane, um mehr Punkte zu erzielen. Über den Rand gerollt und rein. Oh, ja! Noch ein Treffer. Und das sind keine leichten Punkte. Blake übernimmt die Führung. Wow, seht euch das an. Samaya verbindet die Bahn mit der Long Jump Lane. Und Samaya versenkt direkt den ersten Sprung. Das war der Hammer. Ja, mal sehen, ob sie es nochmal schafft. Ich glaub's nicht. Mit diesen 2 Treffern konnte sich Samaya von der Konkurrenz absetzen. Jack will es offenbar wissen. Er verbindet die Bahn mit der Long Jump Lane. Ja, und wieder ein versenkt. Jack macht gerade ordentlich Punkte. Blake schaltet einen Gang runter. Er nimmt die Loopingbahn. Velociracer flitzt über die Strecke. Ja. Gut gemacht. Ein weiterer Punkt für Blake. Auf dieser 8er-Strecke lassen sich einfache Punkte machen. Jack wechselt die Bahn, um aufzuholen. 2 Punkte für Jack. Voll durch die Absperrung und in den Becher. Samaya versucht, noch einen 3-Punkte-Treffer zu landen, aber man soll sein Glück nicht herausfordern. Die Konkurrenz holt auf. Sie sollte ihre Strategie besser überdenken. Zen wechselt die Strecke. Jetzt wird's interessant. Ja, Treffer! Was für ein Schuss, Zen! Nachdem er sich ein gutes Polster aufgebaut hat, versucht Blake, höhere Punkte zu erzielen. Ja, Treffer! Auf der Crash Lane geht immer was. Oh, er donnert durch die Absperrung für 2 Punkte. Blake hat die Führung übernommen. Samaya wechselt wieder die Bahn. Beim High Jump gibt es 2 Punkte. Mal sehen, wie oft sie trifft. Den High Jump hat sie verfehlt, aber für den anderen Becher gibt es einen Punkt. Und ein Treffer! Der Sprung war der Hammer! Oh, das rote Tor fliegt in die Luft, aber der Wagen saust vorbei. Jack ist ein Risiko eingegangen und ist dadurch zurückgefallen. Zen versucht's nochmal mit dem High Jump. Und trifft gleich beim ersten Versuch. 2 Punkte für Zen. Blake versucht's nochmal, aber scheitert knapp vor dem Ziel.
Aber er trifft mit dem nächsten Auto. Das war echt oberhammermäßig. Jack sammelt dabei ein paar schnelle Punkte. Ja, so läuft das. Cool. Der T-Rex Troyer verschafft ihm einen weiteren Punkt. Jack ist auf dem Weg zu einem monumentalen Comeback. Samaya versucht beim Looping ein paar Punkte wettzumachen. Sie trifft einen nach dem anderen. Aber wird das reichen? Jack macht da weiter, wo er angefangen hat. Er scheint die High Jump Lane zu lieben. Nice! Er macht nochmal 2 Punkte. Jack und Blake ziehen der Konkurrenz davon. Wer macht als erstes 25 Punkte? Noch ein Treffer für Blake. Blake scheint hier ganz schön zu punkten. Er wechselt zum High Jump. Und ja, katapultiert seinen Wagen in den Becher. Blake kommt mit den 25 Punkten immer näher. Kann er den Pokal gewinnen? Der Wagen landet auf der Kiste und bleibt liegen. Er schießt noch einen hinterher und der Wagen rutscht in den Becher. Damit landet Jack bei 22 Punkten. Aber Blake ist ihm 1 Punkt voraus. Oh, wow. Jack will 2 Autos gleichzeitig losfahren lassen. Der Junge ist verrückt. Bam! Oh. Bam! Einfach unglaublich. Beide Autos landen im Becher. Das war's. Mit diesem Doppelschuss gewinnt Jack die Fangbecher-Challenge. Puh, was für ein abgefahrener Tag bei Labs Unlimited. Ich habe noch nie so viele fliegende Autos gesehen. Jeder Mitstreiter hat sein Bestes gegeben. Diese Kids sind echte Profis im Streckenbauen. Demo Derby takes a big lead over... It's moving so fast, I can barely keep...